punishment for myself. I had to. Something deep in my brain, deep in my very soul, clawed at me, struggling to make sense of everything. And the sad truth is that it never could. I never could. I still can't remember who I am. I don't know if this has happened before. Me, here, telling the same exact story. Sure. Right. The only thing that I can truly be sure of is this constant, pervading feeling I have deep inside. I'm empty. I'm hollow. So just listen. Maybe you'll somehow understand. But who really could? Okay. Let's find somebody and see what's going on. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Horrorspiel auf meinem Kanal. Und zum ersten Horrorspiel, das ich überhaupt in meinem Leben spiele. Also ich hoffe mal, dass Hollow ein Horrorspiel ist. Die Trailer haben mir auf jeden Fall sehr zugesagt. Es ist so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Wir sind ein Techniker ohne Erinnerung. Wir sind in einer Fluchtkapsel aufgewacht. Und sind jetzt an Bord einer großen Raumstation und hier läuft einiges aus dem Ruder. Und es gilt, diese Raumstation zu untersuchen. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet, aber ich bin ja eigentlich eine sehr schreckhafte Person, deswegen tue ich mir Horrorfilme und Horrorspiele eigentlich nicht an. Aber ich dachte mir, ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal, wie es bei euch ankommt und wie ich mich so mit dem Spiel zurechtfinde. Alles so ein bisschen auf dunkel gemacht. Ich hoffe, das gefällt euch soweit. Und ich bin gespannt. Also die ersten 3-4 Minuten vom Spiel habe ich schon angespielt, um das mal auszutesten. Und ja, alles sehr dunkel gehalten. Also, wir können erstmal ganz kurz ins Menü. Ich muss mal ganz kurz Configure. Musik. Ja, passt. Passt. Da kann man auch gar nicht viel einstellen. Ah ja, warum ich mir das Spiel geholt habe. Es war vor kurzer Zeit von 20 Euro auf 10 Euro runtergesetzt. Deswegen habe ich es mir geholt. Und weil ich den Trailer und das Lied dazu richtig geil fand. So, das hätten wir abgecheckt. Jetzt erstmal ganz kurz die Steuerung. Rechter, okay, so tretet man. Damit geht schon mal nichts, damit geht nichts. Oh, damit gehen wir in die Hocke, müssen wir ihn gedrückt halten. Mit dem... Ah, okay. Mit dem... Moment mal. Okay, so laufen wir ganz normal und... So bewegen wir uns schneller.
Mit dem rechten Stick können wir eine Taschenlampe anmachen. Da ist Korridors. No power. No power. Na toll. Stromausfall hier anscheinend. Haben wir noch Y, A, B. B, mit B können wir springen. Was das hier ist. Ah, ich glaube. Ah, das ist eine Karte. Eine Karte. So, da kommen wir also nicht durch. Und jetzt haben wir uns anscheinend geheilt. Irgendwas haben wir uns ins Bein gerammt. Wir sehen erstmal alles benebelt. Gut. Dann würde ich sagen. Welcome on board Sector 1. So langsam. Oha. Okay. Recovers, okay. Syringe oder so. Trins. Auf jeden Fall gerade Strom wieder ausgefallen. Wir müssen die Taschenlampe benutzen. So, was ist hier in der Ecke? Nichts. Nichts und wieder nichts. Geht auch irgendwann mal wieder das Licht an. Das ist ganz schön dunkel. What? Impossible. Broken power? No crew? That is just a system issue. Somebody should reboot it. Okay, also Strom im Arsch und keine Crew mehr. Und er hofft, dass es nur ein Fehler ist. Display. Report. Die verrückte Bitch hat uns betrogen. Sie hat dem verdammten Pilot geholfen zu fliehen und hat sich dann wieder versteckt. Es ist... Nee, er ist der einzige... Nee, was? Er ist das einzige übrig gebliebene Ziel. As everyone had rejected, our faith has been changed. Was? Hanged? Ripped apart or burned. Only this blasphemer remains. He is just a damn pilot. I want him brought to me alive. I want to slowly slice him apart with my own hands. Any person caught aiding the pilot will be served up his dinner. Same way that the bitch Sarah was. Okay, das ist ein Bericht, aber hier schreibt jemand, dass er den Pilot lebend haben will, damit er ihn langsam mit seinen eigenen Händen erschneiden kann. Was ja ziemlich, naja. Okay, aber wer schreibt denn so einen Bericht? Alive Crew Member Zero. Ja, mein Englisch ist leider... Schon wieder liegt Licht aus. Oh mein Gott, ey. Ich verstehe Englisch. Kein Problem. Aber das so ins Deutsche zu übersetzen, ist nicht so einfach. Hier ist zu. Und... Naja, meine Aussprache in Englisch ist auch nicht die beste. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. No power. No power, toll. Diese Geräusche im Hintergrund immer. Diese... Und ich sehe nichts. Ich sehe einfach nur... Nada. Nada. Mal ganz kurz in die Richtung. Okay, da ist auch nichts. Oder, Moment mal. Kann man das nicht irgendwie vom Kabel, oder nicht?
Ich stehe hier, okay, das ist eine Sackgasse. Also, interessante Karte. Recht. Wow. Jetzt Licht wieder an, Alter. Ständig diese Systemausfälle. Jetzt schon wieder Notstrom an. Hallo? Is there anyone? Please. I need help. Oh, und dann seine verzweifelte Stimme, die macht das doppelt schlimm. Damn it. Aber in der Situation wäre ich glaube genauso verzweifelt. Beziehungsweise ich bin gerade verzweifelt. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Wofür ist denn das Geräusch? Würde mich ärgern. Ach hier. Hier ist bestimmt wieder No Power. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich in die Richtung. Nicht mal eine Waffe, ey. So kann ich treten. Gut. Ey, so mies. Walkie-talkie? Okay. Anscheinend hoch und in die Richtung. Wieder nichts. Super. Mann, ey. Wart gut. Jetzt wieder der Strom ganz aus. Toll. Aber vielleicht hat das später noch eine Bedeutung. Jetzt. Und hier kommen wir natürlich nicht weiter. Wenn man eine Tür öffnen kann. Alter, das hört sich gar nicht gut an. Feeling lost ist gut. Ja, hier, Map habe ich doch auf. So, hier, zack. Da ist anscheinend eine Sackgasse. Wobei, vor mir sind anscheinend ein paar... Okay, da ist wohl auch... Geht wohl nicht hier lang. Dann kann ich den Raum auch ganz kurz mal überprüfen. Ja, hier ist ja nichts. Nichts. Was? Okay, da geht auch nichts. Schade. Dann müssen wir in die Richtung. Oha. Ja, nicht so gut an. Control Room.
oder? Alright. Messages from Mike. Hello, glad you're finally seeing this message. Did you find my note? You have a lot of work to do if we want to get out of here and see Earth again. I'll be in touch, offering hints, tips, and the occasional witticism. But for now, we are on a schedule. Get over the command center. Get over. My note. Wir haben vorhin so eine Notiz gefunden, aber die Notiz hat eher danach ausgesehen, als ob er irgendwie was. Helpt es? Okay, vielleicht. War das auch mehr oder weniger an ein Alien oder sonst was gerichtet und nicht an den Piloten? Keine Ahnung. Safe. Ach so. Wir können nur... Lol, wir können nur an solchen Dingern speichern. Ist ja mies. Das ist ja mies. Okay, machen wir mal hier auf. Alright. Note? Looks like somebody didn't want it to be missed. Display. Let's play Hollow. Sync power generator. And meet me in command center. PS, if you're interested in staying in a better hurry. Okay. Wir sollen uns also beeilen, aber was wenn nicht? Was wenn wir uns einfach Zeit lassen? Ah, hier wird angezeigt. Okay, da können wir speichern. Gut. Müssen wir öfter mal auf die Karte gucken. Ich weiß echt nicht, was das hier ist. Generator is desynced. I should be able to fix it. Ach so. Ja, witzig. Yes. Oha. Power's back. Alter. Hope it will be stable for a while. Okay, jetzt haben wir. Ah, jetzt haben wir Strom angeschaltet. Das heißt eigentlich. Müssten wir jetzt durch Türen durchkommen, durch die wir davor nicht kamen. Okay, dafür brauchen wir eine Fahrstuhlkarte. Hier? There's no power. Lol. Nach wie vor kein Strom. Ich hab da Strom angemacht. Oder da. Oder müssen wir wieder zurück?
wir mal zurück. Alter, ey. Total unwohl. Die Frage ist, wo ist diese komische Keycard? Und uns wird auch gar kein Ziel angezeigt. Das heißt, solange ich keine Ahnung habe, würden wir erstmal ziellos umher. Ja, aber... Na gut. Dann nochmal. Was haben wir hier? Da bin ich doch hergekommen, oder? Aber da ist nach wie vor no power. Gut, dann müssen wir da hinten, wo wir waren, irgendwo lang. Beziehungsweise kann ich sowas weghauen? Nö. Schade. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, hier kann man auch einfach rüberspringen. Wir müssen gucken, dass wir da hinten irgendwo weiterkommen. Da schon mal nicht. Da fehlt Strom nach wie vor. Proper Elevator, was? Eine Karte brauchen wir. Okay. Die Frage ist, wo ist die Karte? Gammelt bestimmt irgendwo hier, oder? Strom haben wir angeschaltet. Telefon können wir nicht benutzen. Sind wir hier? Und was für einen Sinn hat das? Da ist noch irgendwas. Da ist noch irgendwas.
Okay. Ich glaube, eine Spritze oder sowas war das. Ja, aber wir waren doch gerade schon... Wir waren doch gerade schon da dran. Was soll denn da jetzt noch sein? Geräusche, die Geräusche, ey. Hier, wir können ja noch mal kurz zwischenspeichern. Note 1. Link Power General and meet me in Command Center. Die Frage ist, was ist das Command Center? Miss Bullworth. You can't help me.